So, wir sind in der 7. Klasse in Physik. Wir sprechen über die schiefe Ebene. Und wie findet ihr das? Wunderschön, das hört sich doch gut an. Dann wollen wir mal ran. Ich habe mal schon vorskizziert, wir haben hier so ein Autochen. Ich habe das extra mal in Grau gemalt. Eigentlich brauchen wir das nicht, denn wenn wir mit Vektoren arbeiten, und die brauchen wir ja im Kräfteparallelogramm, dann sagen wir, wir vereinigen alle Masse dieses Autos in einem einzigen Punkt. Und dieser Punkt, den lege ich jetzt mal hier hin. Das ist der rote Punkt. Der ist meistens in der Mitte irgendeines Körpers und fertig. Wir wissen auf jeden Fall, dass auf das Auto eine Gewichtskraft wirkt. Die Gewichtskraft wirkt stets in Richtung Erdmittelpunkt, also senkrecht zur Erde. Hier. So, und wir wissen auch, dass das Auto an den Hang herangedrückt wird. Aber das wissen wir nicht so richtig. Das ist die sogenannte Normalkraft. Die mache ich jetzt heute mal grün, weil es so schön grün ist draußen bei diesen Temperaturen. Und wir wissen nicht, wie groß die ist. Das heißt, ich werde nur ihre Wirkungslinie einmalen. Fangen wir mal so an. So, und eins wissen wir auf jeden Fall, und das mache ich wieder in lila. Wir haben hier eine Wirkungslinie parallel zum Hang. So, und diese Wirkungslinie parallel zum Hang, die deutet die Richtung, nicht den Richtungssinn, unserer Hangabtriebskraft an. Richtungssinn wäre ja, wenn ich hier einen Pfeil ranmalte, aber den lasse ich jetzt mal schnell weg. Und jetzt kommt die riesengroße Frage, wie machen wir das? Wie bestimmen wir letzten Endes, wie lang dieser Pfeil sein muss? Denn wir wissen ja, nach der Länge der Pfeile kann man Kräfte ausmessen. Das geht wunderbar. Ihr macht euch eine Miniskizze, aber bitte ohne das Auto, und zeichnet das mal an. Und wir diskutieren jetzt mal durch, wie das funktioniert mit dieser sogenannten Hangabtriebskraft. Ich mache jetzt mal eine Pause. Jetzt kam die Antwort aus der Schülerschaft, ja, das ist gar nicht so schwer. Wir wissen ja, wir können Vektoren verschieben, immer schön parallel verschieben. Und wir schieben den Vektor genau hier an diese, hier bis zur Spitze der Gewichtskraft, parallel. Ich mache das jetzt natürlich freie Hand, anders geht es nicht. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, bis zur Spitze, ja, dann können wir die Spitze der Hangabtriebskraft einzeichnen. Und da, wo sie sich mit der grünen Linie kreuzt, hier an der Stelle, da ist der Anfang. Das also, das kleine Ding ist die Hangabtriebskraft, FH. FH, wunderbar. Jetzt können wir das Ganze wieder nach oben verschieben, denn dann sieht das ja auch logisch aus. Das heißt, ich kann hier den Pfeil nochmal machen, genauso lang. Ich könnte nämlich auch jetzt die grüne Linie bis hierher verschieben. Auch das wäre möglich. Wenn man jetzt die grüne Linie dahin verschiebt, ich mache das mal in hellgrün, bis an die Spitze der, bis an die Spitze der Gewichtskraft, dann sieht das ungefähr so aus. Und dann wissen wir auch die Länge der Andruckkraft, nennt sich Normalkraft, Fn, n wie normale. Wir wissen, die normale ist immer senkrecht zu einer Fläche. Senkrecht zu einer Linie, senkrecht zu einer Fläche. Hier wieder senkrecht. Und jetzt kann man auch, genau bis zu diesem Punkt, bestimmen, wie groß ist denn diese Normalkraft. Jetzt mache ich es nochmal in dunkelgrün nach, da fällt es vielleicht besser auf. Das ist Fh, das Ding. Fn, Entschuldigung. So, das heißt also, einfach durch Parallelverschieben von Vektoren bekommen wir das hin. Jetzt nehmen wir mal an, das Auto erführe eine Gewichtskraft von, hier, Fg, ich schreibe es mal ran, Fg sei mal ein typisches Auto bei 1300 Kilogramm, hängen wir bloß noch eine 0 dran, dann reicht uns das von der Genauigkeit, 1300, jetzt hätten wir Kilogramm, jetzt noch eine 0, dann haben wir Newton, ne? Einfach mal 10. Und wenn wir jetzt sagen, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen, dann können wir folgende Verhältnisgleichung aufstellen. Und das Gleichung lösen können wir nämlich schon. Wir können sagen, Fg, nämlich die 13.000 Newton, verhält sich zu 5 Kästchen. Wir können auch nicht Kästchen nehmen, sondern ich schreibe mal ganz bewusst Kästchen hin. Sondern wir nehmen einfach eine gewisse Länge, also wir messen es ab, das wären 2,5 cm zum Beispiel. Wie? Und jetzt kommt es, wenn wir sagen wollen, wir wollen mal wissen, wie groß ist die Hangabtriebskraft, und wir schätzen die mal auf 2 Kästchen. Ich mache das mal wieder in bunt. 2 Kästchen. Dann können wir sagen, das ist Fh. Und das kann man ausrechnen, indem man einfach umstellt, und das kann man dann gleich machen. Also es wird wahrscheinlich sehr leicht sein.
Aber das passt jetzt hier nicht hin. Bis dahin müssen wir erst nochmal einen Stopp machen, um Fragen zu klären, falls es welche gibt. So, jetzt haben wir uns überlegt, jetzt stellen wir das um, mal zwei Kästchen. Ich habe jetzt bloß noch K genommen, damit ich nicht so viel schreiben muss. Die kürzen sich nämlich eh raus, das kommt was in Newton raus. Hier haben wir diese 13.000 Newton mal 2 durch 5. Naja, schicker ist, wenn wir es machen, wenn ich es mal erweitere, dann können wir nämlich durch 10 teilen. Mal 2, dann Achtung, da muss ich hier oben auch noch mal 2 nehmen. Also, hätten wir hier unten durch 10. 13.000 mal 2 sind 26.000 mal 2 sind 52.000. 52.000 durch 10 sind 5.200. 5.200 Newton ist die Hangabtriebskraft. Hier haben wir sie. Daraus folgt, heißt dieses Zeichen. So, jetzt nehmen wir mal an, diese Straße war ganz toll gerade. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen das als kraftsparende Einrichtung. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht mal zu sprechen kommen, denn das kann man hinterher immer wieder rückschließen. Wir machen mal was anderes. Was ist, wenn die Straßen sind ja nicht immer so gerade, wie wir denken? Was ist, wenn ein Auto eine sogenannte Serpentine emporfährt? Das fährt also hier ganz normal eine Serpentine hoch. Oder meinetwegen, es kann auch von hier oben runterrollen, ist jetzt egal. Da wirkt ja trotzdem eine Hangabtriebskraft. Ne? Jetzt lassen wir das Auto mal hochfahren. Ein bisschen altes Auto. Ja, schön ist es nicht, aber ist egal. Dieses Auto lassen wir jetzt direkt den Berg hochfahren. Es fährt also in die Richtung. Was machen wir denn jetzt bei einer Serpentine? Eine gute Idee war, haben die Schüler nämlich gerade erzählt, da ja die Hangabtriebskraft sowieso parallel zum Hang wirkt, also man die hier einmalen könnte, da sagt man, okay, ich sage einfach von hier bis hier, das ist eine gewisse Höhe, die ich überwinden muss, von hier bis hier. Und die Straße selber, da muss ich ich fahre mit dem Auto wirklich hoch, beziehungsweise versuche das irgendwie auszumessen, wie lang ist die Straße, und dann mache ich mir eine neue Skizze. Und zwar, ich versuche das jetzt mal, ich lege die Skizze so hin, dass es wieder gerade wird. Und das ist dann meine Höhe, mein Höhenunterschied. So, und dann habe ich wieder meine schiefe Ebene. Also, fassen wir mal zusammen, bei krummen Linien Höhenunterschied messen und Länge der Strecke messen. Also, das schreiben wir mal direkt hin. Ich werde den Satz gleich vervollständigen. Bei krummen, also ansteigenden bzw. abfallenden Strecken messen wir Delta H. Delta ist die Differenz, ist der Unterschied. Von hier nach hier ist der Unterschied eine gewisse Höhe. Und Delta L. Und dann, jetzt mache ich nochmal eine Pause. So, also, dann messen wir Delta H und Delta L und begradigen die Strecke und arbeiten wie gewohnt. Arbeiten wie gewohnt heißt so. Wenn wir wieder eine gerade Strecke haben, dann können wir wieder unsere Kräfteparallelogramme einmalen und dann können wir anhand dieser abgemessenen Strecken dann entsprechend die Kräfte zuordnen. Hier so oben und ausrechnen. Das können wir auf jeden Fall. Also, nochmal, egal wie krumm das Ding läuft, die kann auch hier nochmal eine kleine Kurve dazwischen machen. Hier irgendwo eine Kurve oder hier eine Kurve. Dann begradigen wir die Strecke insgesamt und dann haben wir, das setzt natürlich voraus, dass es immer ganz gleichmäßig ansteigen würde, aber wir nehmen es jetzt mal an, idealerweise, und dann können wir zumindest auf diese Art weiterarbeiten wie gewohnt. Also Kräfteparallelogramm einmalen und so weiter. Das ersparen wir uns hier, das brauchen wir hier nicht zu machen. So, und jetzt haben wir eine ganz tolle Schlussfolgerung. Das hat ein Schüler, hat Folgendes bemerkt. Ich habe hier eine Klemme gehabt. Und wir haben mal gesehen, was die Klemme für Wahnsinnskräfte entwickeln kann. Und tatsächlich sagte ein Schüler, ja Herrgott nochmal, das ist doch auch eine schiefe Ebene. Wenn ich nochmal hier dran erinnern darf, krumme Linie, begradigen, dann arbeiten wir weiter wie gewohnt. Und das Gewinde, das untersuchen wir gleich im nächsten Video, als schiefe Ebene. Gewinde als schiefe Ebene. Und dann können wir nämlich wieder rechnen und dann können wir hier die Wahnsinnskräfte ermitteln. So, ich schließe das Video an der Stelle ab. Das geht dann hier wie gewohnt mit, wahrscheinlich mit so einem Link weiter zum nächsten Video.